Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema: Ich gehe ja schon so oft ins Fitnessstudio, ich trainiere ja teilweise bis zu 2 Stunden, aber auf Teufel komm raus, meine Muskelmasse möchte sich nicht mehr verändern. An was könnte das liegen? So schwer ist das gar nicht, an was das liegen könnte. Ich sehe das jeden Tag in den verschiedenen Fitnessstudios, wo ich besuche, wo ich als Personal Trainer tätig bin. Da sehe ich in der Regel Folgendes: Umkehrschwung, keine Fokussierung des Zielmuskels, die Atmung nicht richtig kontrolliert in den Satzpausen, Reizzeitfenster völlig unkontrolliert, keinerlei Rücksicht drauf und Range of Motion, zum Teil gerade einmal den halben Bewegungsablauf, den man absolvieren sollte. Fangen wir an, Umkehrschwung. Umkehrschwung energetisch gesehen perfekt, aber wir wollen im Kraft- und im Muskelaufbau und Training energetisch nicht perfekt sein, sondern wir wollen energetisch aufwendig arbeiten. Das heißt, den Weg des höchsten Widerstands. Lasst euer Ego zu Hause und achtet nicht aufs Gewicht, sondern Umkehrschwung raus. Am Ende des exzentrischen Bewegungsablaufs einmal kurz anhalten und die Last frisch einleiten. Somit nutzt ihr mehr Muskelfaserbündel. Da wollen wir hin. Zweitens, Zielmuskelfokussierung. Was ist das? Ganz einfach, entweder ich bewege mich instinktiv und instinktiv heißt für den Körper, er geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Über einen Energierechner berechnet, wie mache ich diese Bewegung energetisch sparsam? Auch da wieder völlig daneben. Wir wollen bewusst trainieren. Wir wollen Produkt der Absicht werden, nicht Produkt des Zufalls. Das bedeutet, schaltet euren Zielmuskel, bevor ihr die Bewegung einleitet, ein. Dann trefft ihr auch den Zielmuskel. Nummer 3. Jetzt habe ich fast den Faden verloren, aber nur fast. Nummer 3, die Atmung. Atmung. Das heißt, die Atmung, dass ihr natürlich im Bereich des konzentrischen Bewegungsablaufs gleichmäßig über den gesamten Bewegungsablauf ausatmet, davon gehe ich aus, dass ihr das alle macht. Und was wichtig wäre, ist in den Satzpausen auf die Atmung zu achten. Nicht instinktiv atmen, machen wir sowieso, sonst ersticken wir, sondern bewusst atmen. Holt richtig Luft in den Satzpausen. Nicht hyperventilieren. Nutzt eure Atemmuskulatur, sättigt euren Körper mit Sauerstoff und ihr werdet sehen, ihr geht energiegeladen in den nächsten Satz rein und das wollen wir. Jetzt kommt das nächste, Reizzeitfenster. Warum trainieren denn alle so schnell? Wollt ihr schnell fertig werden? Seid ihr auf der Flucht oder was steckt dahinter? Ich sehe, die meisten trainieren zwischen 6, 8 und 10 Wiederholungen und sind mit den 6, 8 und 10 Wiederholungen nach circa 18 bis 20 Sekunden fertig. Ihr braucht ein wesentlich größeres Reizzeitfenster für den Hypertrophiebereich. Legt euch mal eine Uhr hin, macht mal eine Stoppuhr an, ihr werdet sehen, ihr seid allzu schnell. Ihr sollt im Hypertrophiebereich auf jeden Fall mal Richtung 30, 35, 40 Sekunden tendieren. Das ist das Reizzeitfenster für eure 8 Wiederholungen, für eure 10 Wiederholungen oder auch für eure 6 Wiederholungen. Weil 6 eher die 30 Sekunden und die 10 eher die 40, 42 Sekunden. Legt euch mal die Uhr hin, ihr werdet sehen, ihr seid daneben. Das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, ob das, was ich tue, auch fruchtet. Sicherlich ist natürlich auch die Gewichtsbelastung, wie hoch meine Belastungsgewichte sind, auch sehr wichtig. Aber was nutzt mir denn das, wenn die Trainingstechnik hundsmiserabel ist? Es nutzt überhaupt gar nichts. Somit geht mal weg von eurem Ego, ich muss ein gewisses Gewicht bewegen. Arbeit an eurer Technik und ihr werdet weiterkommen. Das zudem natürlich die Ernährung passen muss. Das heißt, dass der Status der Nährstoffzufuhr dem Ziel angepasst werden muss. Das sollte ganz klar sein. Und wer da ein Defizit aufweist, sollte auch das als dringende Baustelle sehen. Das war's zum Thema, warum wächst mein Muskel nicht? Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.